So Leute, willkommen zum Teambuilding für den 8. Spieltag der NPBL Season 6. In der Singles-Liga kann man nur wieder dazu sagen, wir spielen ja gar keine Doubles. Das habe ich letzte Woche in einem Kampf kurz gesagt und das ist mir einfach gefallen. Stimmt, das kann man ja auch dazu sagen, damit man nicht denkt, man ist in die Doubles gerutscht aus irgendeinem Grund. Ne, das ist weiter die Singles-Liga. Seht ihr ja dick im Screen eingeblendet eigentlich. Also eigentlich ist es überflüssig, ne? Also ich blende das ja am Anfang immer ein. Genau. Wir spielen diese Woche gegen den guten Barry mit seinem Team Bladestorm. Gut, dass ich das Logo offen habe. Ich habe gerade vergessen, wie das Team heißt. Genau. Ein Spieler, den wir schon relativ gut kennen und mit dem ich sicherlich eine Menge Spaß haben werde. Mit dem Team will ich schon sehr viel Spaß. Toll. Und ja, jetzt erstmal zum letzten Spieltag wieder Spoilerwarnung an der Stelle. Wenn ihr es nicht wissen wollt, gibt einfach vor, wo wir uns den Kader anschauen. Ne? Sollte ja eingeblendet sein, wenn ich nicht dumm bin. Letzte Woche haben wir gegen Suki gespielt und konnten das Match mit 4:0 gewinnen. Das heißt, wir haben wieder einen höheren Sieg als 1:0 davon getragen. Das ist der erste höhere Sieg. Und mal wieder einen Sieg am Ende. Das heißt, wir stehen jetzt 2:5. Ziel für diesen Spieltag ist es, habe ich letztes Spieltag schon gesagt, 3:5 zu gehen und nicht 2:6. Das ist der Plan. Heißt nicht verlieren, auf gut Deutsch. Tabellensituation, reden wir bitte nicht drüber. Die Liga läuft leider Gottes nicht so gut, wie ich erhofft habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Schwierig, aber egal. Es folgen noch 4 Spieltage, die werden nochmal reingegrindet und hoffentlich das Beste rausgeholt. Gut, schauen wir uns einfach mal an, was der gute Barry denn hier mit am Start haben kann, mit was er mir auf den Sack gehen kann. Und ich bin äußerst gespannt, was er mitbringen wird am Ende. Aber erstmal gehen wir rüber zum Kader Bladestorm. Erst nochmal kurz nachgelesen, wie es heißt. Ganz unauffällig. Wir fangen an mit dem Tier 1. Da sehen wir Demeteros in der Tiergeistform und Wulauso in der fließenden Form. Also letzteres kennen wir ja schon aus der GPL sehr gut. Dann sehen wir Volvok, Zwielicht und Lashoking. Ich bin verrutscht an der Seite, sorry. Im Tier 2, im Tier 3 sehen wir Amphira, Zoroark und Klavion. Im Tier 4 Ditto und Typ 0. Und im Tier 5 sehen wir Rotom in der Wirbelform und Alpollo. Genau. Als allererstes, was mir persönlich dick auffällt, ist Ditto. Weil Ditto ist immer so eine Sache. Du bildest im Prinzip, wenn du gegen Ditto spielst, nicht gegen 11 Mons, sondern gegen 10 gegnerische plus deine 6 eigenen Mons. Und das ist immer kind of unangenehm. Und ich hoffe, dass ich da gut drauf geschaut habe. Das ist das Erste. Ditto ist einfach so ein Blankslot, der eins von meinen Mons kopiert und mir auf den Sack gehen kann. Das heißt, Ditto ist auch immer so bester Check-up-Set. Setup-Check, so rum. Einfach, sowas wie Dragon Dance, Dragapult würde nicht funktionieren, weil ich einfach selber aufs Maul bekomme, wenn er reinkommt und mich kopiert. Das wäre unangenehm. Deswegen, da ist Ditto allein schon nervig. Also Ditto existiert und deswegen bin ich schon mal ein bisschen eingeschränkter und muss auf ein bisschen mehr achten als normalerweise schon. Ich hasse es, gegen Ditto zu preppen. Und dazu kommt, dass es ja nicht nur Ditto ist, sondern es ist auch noch Zoroark. Das heißt, wir haben nicht nur einen Mon, wo wir wissen, es verwandelt sich einfach 1:1 in eines von unseren Mons, sondern da ist noch ein Mon, das tarnt sich jetzt eines der gegnerischen Mons. Das heißt, es ist sehr viel Charade. Oder so. I don't know. Theoretisch möglich. Das wird lustig. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist und ich hatte direkt instant sehr viel Bock. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, da ist Wulauso fließend. Das kennen wir aus der GPL letzte Season. Geiles Mon, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Jetzt spielen wir dagegen. Und die Prep macht nicht so viel Spaß. Könnte man behaupten. Also, ich habe so meine leichten Probleme mit Bandit Wulauso, kann ich sagen. Also, ich habe zwar Möglichkeiten, das zu checken, aber dann gehe ich wieder sehr auf reaktives Gameplay. Ich habe mich heute versucht, ein bisschen mehr auf mein aktives Gameplay zu beschränken und ein bisschen selber, aktiv zu handeln, ist manchmal nicht ganz einfach. Jedenfalls, genau, was sehen wir denn hier noch? Was fällt auf? Was ist in diesem Team, was mir negativ aufstößt? Klavion, liebe ich, ein tolles Pokémon, aber geht mir wahrscheinlich auf den Sack, ging mir im Teambuilding hart auf den Sack. Es ist sein einziger Stil und sein einziger Fairy-Type. Das heißt, sein theoretisch, typing-technisch bestes Widget für Dragapult. Praktisch hat der Typ 0 und dementsprechend relativiert sich das, weil Typ 0 einfach Dragapult macht nichts gegen Typ 0. Das ist echt scary. Vor allem, wenn das Ding noch einen Evoliten trägt. Das macht es, es ist slightly unangenehm. Aber so viel dazu schon mal an der Stelle. Dazu hat Klefki noch Spikes und hat Strolch und ätzend. Also vor allem kann es halt auch mit einer Prio einfach Dragapult paralysieren, wenn es dazu käme. Ich sehe gerade, dass ich vielleicht an der Stelle einmal ganz kurz meine Switch sperren sollte. Die läuft noch. Brauche ich jetzt gerade hoffentlich nicht. Die lief noch, weil vom Vorbereiten gerade. Genau. Aber was finde ich denn jetzt wirklich
Scary. Ja, Demetacross. Ist jetzt ein Bild, das ich im Kopf habe, was ich nicht mehr loswerde, danke dafür. Demetacross und Volo so fließend sind halt offensiv auf der physischen Seite ultra scary. Volvox Zwielicht kann es auch sein, finde ich gegen mein Team jetzt nicht zwingend so mega krass. Wobei, kann schon krass sein, aber ich habe meine Checks dagegen, mit denen ich ganz gut arbeiten kann. Speziell Amphira und Zoroark auch ganz, ganz schwierige Dinge. Und defensiv halt vor allem Typ 0, Klavion und Lashoking. Ditto lasse ich jetzt mal außen vor, ne? Ist ein anderes Ding. Und Apollo und Rotom sehe ich beide nicht so sehr. Genau, was sind seine Hazard Setter und Hazard Remover? Habe ich ja schon gesagt, Klavion kann Spikes entgegenschmeißen. Demetros kann Tarnsteine, genauso kann Volvorok Tarnsteine. Und das sollten, glaube ich, auch wieder alle gewesen sein, die er theoretisch hat. Natürlich kann er sich von uns welche kopieren, wenn wir welche dabei haben. Mit Ditto. Hazard Removals hat er Demetros. Der schwer Demetros gesagt. Demetros, mein Gott. Landorus, dankeschön. Landorus und Klavion, die beide Defog können. Und Rotom theoretisch, was auch Defog kann. Genau, das sind seine drei Hazard Removals und seine Hazard Setter. Speed-Tier-technisch sind wir mit Dragapult mal wieder schnellste Mann im Match. Ich liebe es. Danach kommt Amphira mit 117 Speed, dann Campus Nibel, dann Volverock, dann Elisard, dann Zoroark. Also wir sind so ein bisschen in einem Ping-Pong-Match, was die Speed-Werte angeht. Und ja, genau. Nun, was denke ich denn, was mitkommen wird auf seiner Seite? Ich gebe ein paar Mons, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie dabei sein werden. Eines davon ist Typ 0. Typ 0, abgesehen davon, dass ich gerade sehe, dass in der Grafik hier ein Rechtschreibfehler ist und ich hoffe, dass ich ihn vorher korrigiere, weil man Typ 0 im Deutschen nicht mit E schreibt. Also ist nicht, Type 0 ist der englische Name. Nicht der deutsche. Das ist, aber alle anderen sind deutsch, dementsprechend. Ist mir gerade aufgefallen. Jedenfalls, Typ 0 ist super, ist erstmal sehr guter Check gegen Dragapult. Guter Normal-Type, also Normal-Types gegen Dragapult komme ich immer gerne mit, einfach damit ich nicht Spukball drücken kann. Ist ein guter, vor allem gegen das Team kann ich relativ gut Spukball drücken, also ansonsten, dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass es dabei sein wird. Außerdem mache ich ihm halt auch generell nicht so viel, solange ich nicht Setup und wenn er Setup ist, theoretisch der Tüller. Das heißt, das könnte sich wieder so synergieren, der könnte dementsprechend auch mit dabei sein. Sehe aber andere Mons gerade ein bisschen mehr, weil die Offensive hat er eigentlich, um bei mir durchbrechen zu können. Kommt auf Set an am Ende, ne? Genau. Typ 0. Checkt, Dragapult generell habe ich wenig Mons, die das Ding einfach one-shotten können oder two-shotten können. Gerade wenn das noch einen Evoluten trägt. Das heißt, ich muss ein bisschen drum spielen und mir was einfallen lassen, dass ich nicht von dem Ding einfach gewallt werde. Gleichzeitig macht das offensiv aber auch nicht so super viel und könnte deswegen ein bisschen sehr passiv sein. Aber ich denke trotzdem, dass es dabei sein wird, einfach weil es ein sehr, sehr guter Dragapult-Check ist. Dann denke ich, dass wir Lashoking sehen werden. Wir hatten letzte Woche Galar-Lashoking beim Gunzuki gesehen. Jetzt sehen wir das normale Lashoking. Das kann Teleport. Das ist ziemlich ätzend. Aber okay, kann man mit leben. Wird halt nervig, das zu handeln, denke ich. Weil er eben Regenerator hat und das kann ätzend sein. Und auch da wieder, mein Sneeble ist mein Dark-Type, mein Electric-Type ist Helolisk, die sind halt Low-Tier und die haben dann Schwierigkeiten gegen die Slow-Twins. Ich spiele ungern gegen die Slow-Twins. Ist das schon der letzte eigentlich, den wir abbekommen oder kommt noch einer? Oh boy, ich glaube, es kommt noch einer. Das macht das halt wirklich nicht besser. Ich glaube, wir haben Galar-Lamus schon hinter uns. Kommt noch das normale Lamus? Ich bin mir gar nicht sicher. Hab nicht alle Karte am Kopf. Momentan. Aber ich denke, Lashoking wird dabei sein, einfach weil er ein sehr guter Pivot ist, kommt wieder rein, holt sich Momentum, holt sich KP zurück und geht mir auf den Sack damit. Das sehe ich halt, deswegen als defensive Typ 0 und Lashoking finde ich vollkommen fein und viel mehr brauche ich eigentlich gegen mein Team auch nicht. Offensiv habe ich Angst vor Zoroark, weil es sich tarnen kann und mir aufs Maul geben kann. Amphira, weil es schneller ist als alles aus der Dragapult und mir aufs Maul geben kann. Vulauso fließend, weil es ich dagegen nicht protecten kann und es mir aufs Maul geben kann. Und Demetros, weil ich so Pseudo-Switches habe und es mir sehr viel aufs Maul geben kann. Wir halten fest, sein Offensive ist nicht gerade schwach. Ich denke, diese vier könnten gut mitkommen. Er kann natürlich eines davon noch durch Klavion ersetzen. Er kann auch Typ 0 oder Lashoking durch Klavion ersetzen. Ich glaube nicht, dass er Lashoking durch Klavion ersetzen wird. Wenn, dann eher Typ 0, weil es halt eben eine ähnliche Aufgabe erfüllt. Nicht zwingend die gleiche, aber eine ähnliche. Dementsprechend, ja, die beiden könnte ich mir noch getradet vorstellen. Ditto kann natürlich auch irgendwo reinkommen und er kann eines von seinen Offensiven natürlich auch daheim lassen. Das ist ja absolut kein Problem. Vulauso sehe ich nur in einer sehr guten Situation. Es hat ein bisschen Probleme mit Dragapult, weil Dragapult schneller ist und er keinen Sucker Punch hat. Probleme kenne ich. Letzte Season, wunderbar. Aber es ist schneller als Arcani, das ist schon mal sehr, sehr stark. Demetros
generell, ich habe Schwierigkeiten, was einzuwechseln in Earthquake, außer halt sowas wie Corviknight und Togekiss. Und da kann halt immer Katapult kommen und dann wieder Erdbeben. Das haben wir nicht zum ersten Mal gesehen dann, wenn es kommen sollte. Könnte gut sein. Deswegen glaube ich aber, dass er Demeteros nicht Scarfed spielen wird. Weil Scarfed Demeteros sehe ich wiederum nicht, weil das verliert gegen Corviknight zum Beispiel komplett. Das heißt, finde ich eine schwierigere Option. Klar, ich sehe auch Scarf Urshifu eher wenig in seinem Team. Also mal zwei Monster, aber es kann, also Urshifu mehr als Demeteros. Demeteros glaube ich aber nicht, weil das halt einfach legit verliert an einigen Stellen. Und auch Wulauso braucht eigentlich ein bisschen Damage Boosting irgendwo, damit es durchbrechen kann an einigen Stellen. Genau, Amphira ist halt generell scary. Ich kann meinen Steel-Type, du hast gesehen davon, dass er getoxed werden kann, nicht reinschicken. Und meinen Poison-Type kann ich auch nicht reinschicken. Eine Feuerschwäche hat. Das heißt, da habe ich mehr oder weniger so einen Check gegen. Na, zwei eigentlich, kann man sagen. Sehe ich aber trotzdem, weil es einfach auch die Geschwindigkeit hat, um da durchbrechen zu können. Und Zoroark einfach für das Täuschen. Das Täuschen wird unglaublich nervig herauszufinden. Ist das jetzt Zoroark? Ist das jetzt Demeteros, Urshifu, Amphira, Lashoking? I don't know. Kann ja alles möglich sein. Und ist entsprechend immer ein bisschen nervig. Genau, wenn ich jetzt was predicten sollte, ich habe mir das vorher schon überlegt, ich denke, es wäre Demeteros, Wulauzu, Wolverock, Lashoking, Amphira, Zoroark und Typ 0. Aber es kann natürlich wieder abweichen. Ne? War jetzt nur erster Gedanke. Beziehungsweise erster längerer Gedanke, der über die letzten Tage beim Teambuilding ging. Kommen wir jetzt zu meinem Team. Einfach mal rüber, bevor ich mich jetzt hier ewig verquatsche. Genau, wir fangen an mit Dragapult. As always, beziehungsweise wir haben dabei Dragapult, Corviknight, Aquana, Roserade. Helodisc. Illusat auf Deutsch, genau. Und Caradonis. Also Sorg. Und das ist unser 6er Squad. Kann sagen, es hat lang gedauert, den 6. Slot zu füllen. Ich habe mir früh stand Katapultra, Cramor, Aquana, Illusat und Caradonis. Und der letzte Slot war echt schwierig. Ich habe lange gestruggelt zwischen eigentlich allen anderen Monstern. Und es war immer so, dass ich gesagt habe, ach, irgendwie gefällt mir das nicht. Und deswegen müssen wir uns jetzt damit zufrieden geben. Ja, wir spielen jetzt erstmal, fangen wir mit Dragapult einfach mal an. Wir spielen Dragonfang, Dragapult mit Clear Body. Wir spielen Dragon Dart, Substitute, Fire Blast, U-Turn. Substitute, U-Turn ist nicht ideal in der Kombination, aber es ist okay, würde ich behaupten. Wir sind ein Attack-Plus-Wesen, also wir spielen Naughty, was vielleicht nicht die beste Entscheidung ist. Warum Naughty? Damit ich besser nochmal was von Wulauzu oder Demeteros leben kann. Und halt auch mögliche Sucker Punch besser abfangen kann. Ich will aber gleichzeitig als Spezialangriff haben für Fire Blast, eben wegen Klefki, weil wir Klefki ansonsten wirklich ganz, 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 ganz schlecht treffen. Und dann Fire Blast zu haben ist nice, vor allem wenn wir hinterm Substitute sind. Kann der uns halt auch nicht statusen in der Runde und wir machen trotz allem Druck mit Fire Blast. Generell, Substitute ist dabei, um Sucker Punches zu verhindern. As always. Status Move gegen Sucker Punch ist immer gut. Gerade Substitute. Natürlich wäre mir Substitute mit Leftovers lieber, aber ich brauche den Dragon Fan für den Damage, den ich raushauen kann. Dementsprechend bin ich anscheinend offline. Warum bin ich disconnected? Okay, cool. Dann arbeiten wir offline weiter. Funny. Nein, wir drücken normalerweise immer Dragon Darts. Außer Klefki ist aber, dann drücken wir vielleicht auch Fire Blast. Und drücken, wenn wir sowas gegen Zeraora stehen, drücken wir Substitute. Weil wir sind schneller und er kann uns noch Sucker punchen. Und wenn er meint, er muss Nesty blotten, drücken wir danach halt erst Substitute und dann Dragon Darts. Und das ist super fein für uns. Und der ist langsam, außer er ist Scarfed. Wir wollen vorher wissen, ob der Scarfed ist. Das ist relativ wichtig tatsächlich. Ansonsten U-Turn, auch immer eine geile Option. Vor allem, wenn der Sub nicht mehr da sein sollte, können wir U-Turn. Momentum, oder wenn wir Switch Out predicten, einfach Momentum generieren mit U-Turn. Man kennt U-Turn, das ist ein klassischer Move, ne? Gespeed Creep sind wir auf Full Speed am Vierer. Gerade ein bisschen paniert, dass ich mein Speed Creep verkackt habe. Full Speed am Vierer, einfach das schnellste One-Match. Das ist alles, was wir haben wollten. Der Rest gegen Spezialangriff, um Fire Blast noch ein bisschen weiter pushen zu können. Genau. Dann kommen wir zu Corviknight. Corviknight ist ein ganz ähnliches Set wie letzte Woche. Aber wir haben eine andere Fähigkeit. Wir haben das gleiche Item. Und wir haben Body Press über Brave Bird. Nee, Body Press über, U-Turn über Brave Bird, so rum. Genau. Wir sind relativ physisch defensiv, wir können damit auf jeden Fall alles von, glaube ich, live auf Wolverock nehmen, sogar ziemlich sicher. Mit Bandit Wolverock
Weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich drüber nachgedacht, ich bin mir nicht sicher. Wir nehmen davon sehr viel, alles was nicht Banded Urshifu ist, nehmen wir auch, also alles was von dem kommen könnte, was nicht Banded Damage ist, ist auch fein. Wir haben den Beulenhelm dabei, um eben was wie Urshifu, wenn er meint, er muss jetzt seine Wassermove drücken, dann können wir den halt punishen, weil er kriegt halt dreimal Rocky Helmet Damage. Und er hat keinen Knockoff, weiß ich auch aus Erfahrung, ist nice. Dann haben wir Roost Taunt. Roost ist, glaube ich, obvious. Taunt ist speziell für Typ 0 da und eventuell für Lashoking und eventuell für Klavion. Oder generell für mögliche Setup-Geschichten. Also ich habe über lange überlegt, ob ich Taunt brauche, aber Typ 0 geht mir auf den Sack mit seinem Rest. Und ich mache mit Body Press halt nur, je nachdem, was für ein Investment er hat, ich glaube 30% Min teilweise. Also vor allem, ich glaube, das ist nur, wenn er. Ich glaube sogar ohne Evoli, das ist so wenig. Also das ist wirklich wenig, was ich mache, vergleichsweise. Der ist halt bulky. Und damit kann ich ihm sowohl Rest als auch Sleep Talk einfach, naja, wegsnappen. Das ist einfach Thanos. Ich snappe sein halbes Set weg, wenn er Rest Talk spielt. Sehr angenehm. Und deswegen Taunt. Einfach damit ich eine gute Option gegen Typ 0 habe. Dann, U-Turn Body Press. Body Press musste ich mitnehmen, um eben was gegen Typ 0 zu haben, was auch mir nicht Recoil macht die ganze Zeit. Was gegen Klavion zu haben, vor allem, damit das nicht for free da reinkommt, weil Corviknight ist ein guter Klavion-Check. Macht aber offensiv nicht wirklich was dagegen. Habe ich festgestellt. Wenn ich Brave Bird U-Turn spiele, deswegen bleiben wir dabei. Hab dann lange überlegt, ob ich noch Brave Bird spielen möchte, aber ich will die U-Turn nicht vermissen, weil mein Gedanke ist so ein bisschen, yo, wir holen uns Momentum und bringen dann irgendwas rein, was Damage drücken kann auch nochmal. Also so ein bisschen Momentum. Das kann ich mir ganz gut, dass ich Momentum spiele ohne Defog oder Rapid Spin. Hat nicht reingepasst. Es tut mir leid. Hab so wenig Move-Slots. Jedenfalls, wir können mit U-Turn Momentum holen, wenn jetzt irgendwie Demeteros reinkommt. Erstmal, wir haben noch Mirror Armor. Das heißt, wenn Demeteros in uns reinkommt und er uns intimidaten möchte, intimidaten wir ihn. Was ziemlich nice ist. Sollte Typ 0 aus irgendeinem Grund Zermalmklaue spielen gegen mein Team als Normal Step, können wir auch da den 50%igen Drop reflektieren einfach auf ihn zurück, was auch ziemlich nice ist. Also Dinge, die ich akzeptiere und mit denen ich arbeiten kann. Und deswegen Mirror Armor. Ja. Vor allem können wir durch. Wir können von Demeteros, glaube ich, sogar mit dem Set, meine ich, wenn der reinkommt in uns und uns intimidated, können wir, wenn der nicht Damage boosted ist, glaube ich, 2 Qs nehmen, selbst wenn er uns auf den Boden knockt. Das ist ziemlich fancy, muss man sagen. Und ja, deswegen ist Mirror mal ganz cool, weil Demeteros nicht einfach reinkommt und Ärger macht. Und er muss, wie gesagt, Gravity, Earthquake oder Smackdown, Earthquake muss er eigentlich spielen. Fast. Gegen Corviknight. Sonst wird es schwierig für ihn. Aber gut, wir gehen weiter zu Aquana. Aquana mit einem mix-defensiven Set. Wir sind an sich speziell defensiv, aber haben sehr viel physisch-defensives Investment. Welchem Ziel? Das Ziel davon ist, Demeteros zu tanken. Das klingt dumm. Ist aber so. Das Set nimmt mit den Leftovers von einem Nicht-Damage-Boosted Demeteros 2 Hits. 2 EQs. Und wir machen sehr viel Schaden mit Scald. Wer hätte es gedacht? Wir spielen Heal Bell Wish, Toxic Scald, das heißt klassischer Supporter. Nur nicht mit Protect. Bringt eh nichts gegen Urshifu. Also Toxic. Außerdem mache ich nichts gegen Lashoking, wenn ich kein Toxic dabei habe oder so. Oder irgendeinen anderen Move. Also wenn ich wirklich mit dem. Ich hatte auch Flip-Turn drauf eine Zeit lang. Mache ich aber auch nichts. Also dementsprechend Toxic darüber. Toxic auf Typ 0, Toxic auf Lashoking. Da habe ich überall Bock, Toxic drauf zu schmeißen. Der Rest kriegt gerne ins Gold ins Gesicht. Damit kann ich leben. Seine speziellen Attacker sind nicht sonderlich bulky. Gut, Ditto kann natürlich in dieses Set reinkommen. Wobei, da können wir immer noch toxen. Und der ist meistens das Ditto X-Garft in irgendeiner Form. Heißt, dann haben wir halt da mit Spaß, dass wir ihn getoxt haben. Ist auch okay. Genau. Das ist der Gedanke hinter dem Set. Einfach Support und für die speziellen Attacker und für Demeteros in erster Linie. Weil auch am Vierer und so kam Schwierigkeiten, da vorbeizukommen, solange sie nicht Nasty plotten. Nasty plot, deswegen ist das speziell defensive Investment da. Ich habe lang geschaut, wie kann ich es am besten investen, damit es aufgeht. Ist ganz schwierig. Ich kann nicht safe 2 Hits von einem plus 2 Zoroark und 2 EQs von einem Demeteros nehmen. Das funktioniert nicht. Dementsprechend musste ich mich auf einen Trade-off einlassen. In dem Fall hat, glaube ich, ein plus 2 Zoroark eine 17%ige Chance, uns zu two-shotten mit 2 Dark Pulse. Kann ich jetzt nicht verhindern. Müsste damit leben. Ich musste ich will halt nicht immer den obvious Corviknight-Switch haben. Und wenn er EQ drückt, tut das halt weh. Mein Corviknight kann auch sterben, das haben wir nicht zum ersten Mal erlebt. Dementsprechend, das ist mein Plan, da ist in der Richtung und wir haben Wish halt für den Team-Support. Und
Das sehr viel. Und muss sagen, dass Typ 0 nichts gegen dieses Mon macht. Es ist unglaublich. Also dieses Matchup wird ein ewiges Gestarre. Wenn das wirklich Rest Talk Typ 0 ist, wird das ein sehr, sehr langes Match werden, weil er nicht viel gegen mich macht. Ich mache nicht viel gegen ihn. Und der heilt meine Toxic die ganze Zeit wieder. Das ist echt unangenehm. Aber okay. So viel zu dem Thema. Aquana sieht eigentlich ziemlich nice aus in dem Matchup. Kommen wir zu Roserade, dem letzten Mon, was in am Ende in dieses Team gefunden hat. Das war relativ früh drin, ist dann wieder rausgeflogen und kam dann wieder zurück, aber mit einem anderen Set. Ich hatte erst physisch-defensiv dabei für Urshifu, hab dann aber gemerkt, okay, dann bin ich wieder sehr passiv, ne? Deswegen spielen wir es jetzt offensiver, also voll offensiv, wir spielen es mäßig, mit vom Spezialangriff und einem gewissen physisch-defensiven Bulk. Dieser reicht dafür aus, um ein Expert-Belt Ice Punch Urshifu zu nehmen. Also einen Ice Punch nehmen wir, falls er spielt, ansonsten haben wir die Ockerberry dabei, die mir sowohl gegen Urshifu als auch gegen Amphira helfen kann, was ziemlich nice ist. Das heißt, da muss ich nicht zwingend rauswechseln. Sweet. Dazu spielen wir Giga Drain, Shadow Ball, Leaf Storm und die Spikes und haben Natural Cure dabei. Natural Cure, ganz klar, wenn ich irgendwie geparrt werden sollte oder keine Ahnung was, ne? Klefki, Grüße gehen raus. Kann ich einfach rauswechseln, alles wieder Gucci. Warum Shadow Ball? Shadow Ball sieht super off aus gerade. Simpler Grund, Klefki ist mein bester Move gegen Klefki. Ich habe lange überlegt, soll ich Sunny Day, Weather Ball spielen, wäre auch geil. Aber ich habe auch keinen Bock, am Vierer seine Feuerattacken stärker zu machen. Oder einen möglichen Fire Punch. Deswegen, weiß ich nicht. Schwierig. Deswegen, Shadow Ball macht einem Klavion trotzdem noch stabile 25% ungefähr. Der heilt sich gegen uns nicht viel, weil er, wenn er mit Diebeskuss arbeitet, nicht viel bei uns rausholen wird. Wir können gegen ihn Spikes legen. Können ihm auch mit Geodrain ein bisschen zusetzen. Also ein Shadow Ball plus ein Leaf Storm macht einem Mix-defensiven Klavion was, glaube ich, 50% ungefähr. Weiß, das ist nicht viel. Ist nicht super viel, aber es ist ein Progress. Und ist besser als... Ich habe Exosensory erst drauf gehabt. Für Amphira. Aber damit treffe ich halt auch Klavier nicht. Das ist das Problem. Deswegen Shadow Ball ist halt das Neutralste. Alles, was nicht Typ 0 ist, hat jetzt nicht so mega viel Bock, einen Shadow Ball zu fressen. Ja, Zoroa kann einen fressen, will er aber im Normalfall auch nicht. Also, weil danach kann halt immer noch ein Leaf Storm oder ein Giga Drain kommen. Also, ich hätte wirklich lange überlegt, kannst du ihn bei Sunny Day plus Solar Beam plus Meteorologe. Sah auch ganz cool aus, war aber sehr abhängig vom Sunny Day. Wenn ich die nicht rausbekomme, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, wenn sowas wie Urshifu reinkommt. Ich kann drinnen bleiben in Urshifu, das ist nicht das Problem. Demetros ist, glaube ich, auch ein Hit normalerweise. Ist aber auch ein Problem, ja. Oder Volvorok könnte auch ein Problem sein. Es gibt schon Monster, die mir ein Problem machen. Die meisten decke ich damit ab. Volvorok halt zum Beispiel jetzt weniger. Weil das halt auch nicht da reinkommen möchte normalerweise. Aber okay. Und wenn wir solche defensiven Matches haben wie Typ 0, können wir da halt wunderbar Spikes legen. Und unsere Taktik ist, wenn wir Spikes auf unserer Seite haben, legen wir auch Spikes raus. Und dann muss Eddie folgen. Big Brain. Warum selber die folgen, wenn man auch die Gegner dazu bringen kann, die folgen? Nice. Außerdem sind Spikes super nice, weil Belebekraft mir auf den Sack gehen wird. Und das hatten wir letzten Spieltag schon. Spikes ist gegen sowas immer ganz nice, wenn da keine Boots drauf sind. Easy. Kommen wir zu Heliolisk. Eigentlich offensiv einer der besten Mons in dem Match. Spielen Heliolisk mit dem Focus Sash, Dry Skin, Thunderbolt, Surf, Toxic Volt Switch. Sind auf einen Zoroark Speed creeped. Und haben Vollspezialangriff im Westen. Der Rest gegen KP. Genau. Warum jetzt Focus Sash erstmal? Vor allem ohne Hazard Removal Focus Sash. Ich weiß, es wirkt schwierig, aber wir haben damit einen super guten Lead eigentlich, ne? Wir können nicht geone-shotted werden. Ulauso kann durch Dry Skin gegen uns nicht Surging Strikes einsetzen. Das heißt, ich lebe auf jeden Fall eine Runde. Urshifu, man weiß nicht, es kann Scarfed sein. Es kann sein, dass wir einen Zoroark vor uns haben, was uns einen Focus Blast ins Gesicht haut. Es kann sein, dass ein Landorus da steht, was gescarfed ist, aus irgendeinem Grund doch, und uns mit EQ boxt. Es kann sein, dass ein Amphira uns Ärger machen würde. Warum knacksen meine Finger gerade so extrem? Holy shit. Dass ein Amphira uns Ärger machen möchte und uns mit einem Fire Blast rausnehmen möchte, der Specs ist oder sowas in der Richtung. Und in dem Fall haben wir den Focus Sash und leben einfach eine Runde. Worst Case, was passieren kann, ist, wir kriegen einen Burn nach dem Fire Blast oder sowas und sterben dann daran. Kriegen trotzdem einen Hit raus. Und das Schöne ist, mit Thunderbolt Surf treffe ich quasi alles außer Typ 0. Und den Typ 0 kann ich Volt switchen. Was nicht viel machen wird am Ende, aber ich kann rausgehen. Typ 0 ist ein okayer Lead für ihn. Verliere ich aber nicht mit an der Stelle, also nicht viel mit. Und ich gehe mal davon aus, eigentlich finde ich Heliolisk ein sehr guter Lead und vor allem auch um zu checken, wo liegt ein Scarf möglicherweise, weil ich sehe ja, wenn ein U-Turn kommt. Angenommen, ich leade und es steht vor mir ein Urshifu und er drückt U-Turn. Oder ein Demeteros und er drückt U-Turn. Dann sehe ich ja am Schaden, ob das Zoroark oder das Original ist, in dem Fall. Und kann entsprechend dann schon mal rausfinden, okay, also
der Scarf oder nicht Scarf. Das ist eine wichtige Information für mich. Weil wenn ihr nicht Scarf ist, bin ich mit Hilusk immer schneller im Anschluss. Was auch super nice ist. Wenn er schneller ist, ist dann nach Urshifu wahrscheinlich tot. Oder fast tot. Je nachdem, wie viel Investment er hat. Und das akzeptiere ich einfach mal. Und sein Switch-In für Volt-Switch ist halt Demeteros. Das ist fein, da habe ich Server für im Anschluss. Und wie gesagt, der kann mich dank Sash nicht killen. Außer er ist halt vor U-Turn gedrückt oder so. Und Toxic habe ich für Typ 0 oder sowas dabei. Und generell sieht das eigentlich ganz nice aus. Wie gesagt, seine speziellen Attacker sind auch nicht so super bulky. Ich meine, ein Surfer auf einem Zoroark auch um die 50%, wenn er kein Bulk-Investment hat, kein großes. Das heißt, selbst wenn da ein Zoroark mit einem Landorus als Landorus getan stehen sollte, kann ich halt einfach Surf drücken. Dann ist jetzt Zoroark angechippt, dann weiß ich, was Zoroark ist. Ein Landorus kriegt noch mehr Damage. Alles Gucci. Wunderbar. Das ist Heliodisc. Finde ich eigentlich ein ganz cooles Set. Ich denke, dass. Ich habe lange überlegt, was der letzte Move sein wird. Ich habe mich für Toxic entschieden, einfach um was gegen Typ 0 zu machen in irgendeiner Form. Also, wenn er reinkommt, den zu toxen, ist ganz nice. Und ich glaube, er hat keine Healbell, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich es übersehen habe, aber ich glaube, er hat keine Healbell. Das heißt, was getoxt ist, bleibt getoxt. Angenehm. Außer es hat eine Beere, logischerweise. Oder Rest. Kommen wir zum letzten Mal und kommen wir zu Sorg. Quadroxuma, wir sind Adamant. Wir haben einen Varchal. Wir spielen Inner Focus. Ist ein bisschen weird, ich erkläre es gleich. Haben Close Combat, Knockoff, Ice Punch, Earthquake. Als Moves dabei. Wir sind gespeed creeped. Das ist jetzt ein bisschen wild. Ich brauchte eigentlich keinen wirklichen Speed. Ich wollte einfach Adamant spielen und habe dann gedacht, okay, 252 gibt nicht wirklich Sinn. Es gibt wenig Situationen, wo ich 252 spiele. Habe dann gesagt, okay, ich speed creepe jetzt mal einen möglichen Speed Creep auf einen Speed Creep meinerseits, das auf. Ein Mon, das Togekiss Speed creepen möchte. Wenn ich darauf Speed creepe und der Speed creep darauf, dann Speed creepe ich darauf. Das ist dieses Investment ungefähr. Und da ich ein bisschen verwirrt war zwischenzeitlich, habe ich einfach gesagt, da kommt fast ein Punkt mehr rein, ist in Ordnung. Außerdem haben wir damit genug Bulk, um einen Bandit, zwei Bandit, Aquajet von einem Urshifu zu leben. Was auch nett ist. Ja. Das Speed Investment ist eigentlich nur Deko. Es hätte auch einfach Fullspeed sein können. Ich wollte halt nur nicht zu langsam sein am Ende. Und halt eben mit dem Speed Investment, was wir haben, sind wir halt auch schneller als alles. Also da haben wir kein Problem mit. Dank Varchal. Alles, was nicht selber scarft, ist wohlgemerkt. Gut, jetzt zu der Fähigkeit. Inner Focus wirkt ein bisschen random, wenn man vor allem auch Sturdy und Moldbreaker hat. Moldbreaker sieht aber gar nicht so mega geil aus. Weil was macht Moldbreaker? Er erlaubt mir an der Stelle, ja, ich heb Schwebe auf in erster Linie in diesem Team. Heißt, Apollo, ja, da habe ich mit Earthquake dann. Die ist hier, oh, Rotom, Wirbelform. Also Rotom, hier, Schwebe, geil, hebst du auch auf. Nein, das ist ein Flying-Tap. Das ist Electric Flying. Das ist die eine Situation, wo die Fähigkeit Legend Sinn gibt auf diese, die zwei Typ Sinn gibt auf diesen Pokémon. Das ist wild. Und deswegen habe ich hier nicht Moldbreaker dabei, weil es keinen Sinn ergibt, Sturdy. Hätte ich Boots spielen müssen wieder, weil wir kein Hazard Control haben, so gesehen, um darauf und das Reliable zu machen. Das Schöne an Inner Focus ist, wir ignorieren Bedroher von Landorus. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, warum Inner Focus hier ganz geil ist. Das ist eine coole Eigenschaft, die Inner Focus bekommen hat in der Generation, aber Demeteros kann uns nicht den Stat droppen. Das heißt, Knockoff auf ein offensives Demeteros macht einfach 38% Schaden. Also ohne Investment in der Defensive. Wir haben einen Ice Punch, der richtig zwiebelt. Das heißt, er will dreimal überlegen, ob er da reinkommt. Ich glaube, wir können ihn mit Close Combat, wenn er nicht defensiv investiert ist, sogar 3-shotten. Und das ist ziemlich wild. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden. Hoffe, dass ich es nachher nicht bereuen werde. Und wir sind ja schneller als Demeteros, solange der nicht scarft ist. Das heißt, ja, also so Knockoff. Erst macht 38% auf das Ding. Wir sind nicht intimidated. Ist ganz nice. Wenn er ein bisschen angechippt ist, kann ich auch mit zweimal Close Combat zum Beispiel killen. Ist auch wieder nice. Also finde ich einen guten Scarfer an der Stelle, einem, weil Demeteros mich nicht intimidaten kann. Also generell, Intimidate ist irgendwie gegen unser Team. Wir haben drei spezielle Mons. Und alles, was irgendwie physisch angreift, hat entweder Mirror Armor, Inner Focus oder Clear Body. Das ist schon irgendwie wild. Ganz nebenbei absichtlich nicht auf Dragapult Infiltrator gespielt, weil ich selber Sub spiele und wenn mich Ditto kopiert und ich in einem Sub bin, kann er durch den Sub durchschießen. Das wäre schlecht. Deswegen Clear Body und dazu kommt eben noch, dass wir durch sowas wie Bedroher nicht defektiert werden. Genau. Finde ich schön. Alles, was physisch angreifen könnte, ist immun dagegen, gegen Bedroher. Finde ich schön. Akzeptiere ich jetzt einfach mal. Ich frage mich gerade, ob, wenn wir mit Inner Focus Bedroher blockieren, wir auch den Zitter-Orb trotzdem procken würden. Also, dass man quasi sagt, okay, ich kriege keinen Debuff, aber ich gebe plus 1 im Speed. Das wäre natürlich auch wild.
Muss man sagen, wäre auch ein cooles Set gewesen in der Situation. Aber weiß ich jetzt gerade nicht, ob es funktioniert und ich habe keine Zeit mehr, das zu testen. Dementsprechend, Leute, das ist unser Team für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir spielen, ich weiß nicht wann genau. Es tut mir leid, ich glaube, wir spielen nicht direkt am Anfang. Ich glaube, wir sind diesmal ein bisschen später dran, aber ich bin mir nicht sicher. Schaut am besten in den Spielplan rein, wenn wir spielen. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Barry, gutes Spiel. Ich glaube, aktuell Platz 1 in der Tabelle. Wir auf vorletzten Platz. Kein schöner Spot ist. Deswegen wird Spitze gegen Ende. Spitze gegen Keller. Finde ich wird interessant. Aber gut. Leute, danke fürs Reinschauen. Wir hören uns morgen zum Kampf. Bin gespannt. Freue mich drauf. Und ciao, Leute.